Nochmal ein paar Worte zur elektrischen Flussdichte. Das ist wichtig, um sich besser mit elektrischen Feldern auszukennen, mit Vorgängen beim Laden, Entladen von Kondensatoren und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Elektrische Flussdichte mit Groß D als vektorielle Größe bezeichnet, wird aber auch bezeichnet als elektrische Erregung. Also wie viel ist da los, könnte man sich's vorstellen. Noch besser vorstellen kann man sich's, wenn man sagt Verschiebungsdichte. Worum geht's denn hier? Oder Verschiebungsflussdichte gar. Es geht um Folgendes. Maxwell, großer Physiker, hat damals Folgendes erkannt. Der Strom, den wir so ja, in Ampere messen und uns freuen, der ist nicht bloß der typische Strom von Ladungsträgern, also Ionen bzw. im Allgemeinen in metallischen Werkstoffen vor allem, frei bewegliche Elektronen. Notfalls guckt hier nochmal drauf. Ich werde hier immer links anbringen. Das Video wartet hier. Ihr könnt dann immer zurückkommen, falls ihr hier irgendwelche Unklarheiten irgendwie haben solltet. So. Also, sondern er setzt sich auch aus dem sogenannten Verschiebungsstrom mit zusammen. Was bedeutet das? Ich habe hier mal einen Plattenkondensator, das geht immer am einfachsten dargestellt, aber ich lasse jetzt mal die positive Seite weg, weil sonst wird es von der Zeichnung her zu wahnsinnig. Und ich lege an diesem Plattenkondensator eine Spannung an, dann wissen wir ja, die Ladungen stoßen sich halt ab und sind bestrebt, sich irgendwie wieder auszugleichen. Schon alleine, weil sie sich abstoßen, bewegen sie sich hier diesen Draht entlang auf diesen Plattenkondensator. Und jetzt nehmen wir mal an, hier war doch tatsächlich schon ein Elektron vorhanden und hier auch. Wir tun mal so. Und jetzt kommen plötzlich die neuen an. Und das gucken wir mal im Größeren an. Hier habe ich den Leiter, hier die ankommenden Elektronen und ich habe hier mal alt, das ist ein altes, das ist ein schon vorhandenes altes Elektron in Anführungsstrichen. Ne? Und das auch hingemalt. So, und jetzt kommen diese neuen hier, die Neuankömmlinge an und da sie sich nicht nur hier innerlich abstoßen, sondern hier raufgedrängt werden auf die Kondensatorplatte, verschoben werden, machen sie Folgendes. Die werden eine Kraft auf dieses, beziehungsweise dieses auf dieses Elektron ausüben. Was bedeutet das aber? Dieses Elektron wird verschoben. Das auch. Oh, nanu. Was macht denn dann das? Wenn das verschoben wurde, wird es das alte Nachbarelektron verschieben und das auch. Das heißt also, wir werden hier immer wieder neue, letzten Endes, Elektronen raufbekommen und die alten werden verschoben. Das ist kein direkter Ladungsträgertransport als Strom, wie wir ihn kennen. Also nicht mit dem Leiterstrom zu vergleichen. Aber was ist jetzt noch? Das bedeutet nichts anderes, als dass ich eine höhere Ladungsdichte, ich habe mal Q-Dichte schnell geschrieben, aufweise. Und nicht nur das, damit einher geht auch, dass sich die Feldlinien durch die Neuankömmlinge immer wieder neue und durch die Verschiebungen und so weiter verdichten werden. Immer neue Elektronen kommen dazu und ihre entsprechenden positiven Ladungen auf der rechten Seite, von positiv zu negativ, gehen die Feldlinien. Und diese Feldlinien, das ist allerdings nur ein Ausdruck dessen. Mit anderen Worten, das Feld wird dichter und nicht nur dichter, sondern auch einstweilen stärker. Das ist mit dem Verschiebungsstrom gemeint und das ist auch mit der elektrischen Flussdichte gemeint. Diese kann also so gesehen werden. Und das brauchen wir dann. Dann können wir nämlich das Dielektrikum eines Kondensators wesentlich besser verstehen. Auch da gibt es Verschiebungsströme. Man sagt im Allgemeinen, und jetzt mache ich das mal, das eine in, nehmen wir es mal, lila. Das ist der Strom in Nichtleitern, obwohl er auch bei Leitern teilweise auftritt. So kann man sich es am einfachsten merken. Bei Nichtleitern, bei Isolatoren. Und das ist der bekannte Strom, den wir schon kennen hier. Da steht aber schon I-Leiter, ich schreibe nochmal hin. Das ist der Strom, den wir als leitenden Strom, als Leitungsstrom, Strom von Ladungsträgern kennen. Und diese Verschiebung, die werden wir dann im Dielektrikum nochmal genau betrachten. Allerdings bei Polarisation, ihr könnt schon mal hier rauf gucken, da bin ich schon mal auf das Thema eingegangen. Und den Link, den könnt ihr hier einstweilen anklicken. Wie gesagt, zum Schluss kommen dann hier wieder Links, wie üblich, die zu den Playlists führen, die das alles noch ein bisschen verständlicher machen. Ich hoffe, dass ich zum Verstehen beigetragen habe und ich wünsche euch was Schönes. Tschüss!